Wenn der Herr Pfarrer als Model in Secondhand-Mode über den Laufsteg schwebt und dazu die Lehrerband der neuen Musikmittelschule Weiz 2 kräftig in die Seiten haut, dann ist es für die gute Sache. In diesem Fall für den Verein Christina lebt in Weiz. Dann gleich mal zur nächsten Frage, weil das immer wieder hört, kann denn Shoppen Sünde sein? Glaube ich nicht. Ah, super, ja! Solange es das eigene Leben ist, das man ausgibt. Alles, das haben wir heute schon geklärt. Mode ist ja eine Abkürzung und steht eigentlich für Männer opfern das Ersparte. Darf ich das hier? Oh mein Gott! Es ist so schön, im Morgenland zu sein. Für links ein Magel, rechts ein Glasel Wein. Es ist so schön, im Morgenland zu sein. Seit 15 Jahren gibt es bereits in Weiz das Straßenfest des Vereins Christina lebt, dessen Erlös behinderten Menschen zugutekommt. Die neue Musikmittelschule Weiz 2 hat auch in diesem Jahr kräftig mitgeholfen, dass dieses karitative Fest ein voller Erfolg wird, freut sich Geschäftsführerin Magistra Helene Lexer. Wir sind auch deshalb mitten in der Stadt angesiedelt. Mit unserem Fest, wir wollen möglichst viele Bevölkerungsschichten erreichen und einfach die Ängste im Umgang mit Menschen mit Behinderung ein bisschen abbauen helfen und ein bisschen die Barrieren abbauen. Ja? Inzwischen hat sich auch Bürgermeister Erwin Eckenreich auf den Catwalk der Promis gewagt. Und zwar, wie gewohnt, in charmanter Begleitung. Auch er präsentiert Mode aus dem Eller Kleiderladen. Ist das Ihr erster Auftritt als Model? Das ist die Wahrheit. Haben Sie sich denn gut darauf vorbereitet? Ja, ich habe 3 Tage nur gefastet, damit ich schon schlank und rank bin. Ja, und auf das Gehen als Model sind Sie auch vorbereitet, ja, weil das politische Parkett ist ja oft auch ein sehr glattes, oder ist man das gewöhnt? Ich habe leider Germans Next Topmodel versammelt und jetzt bin ich natürlich kaum nur auf Misslingen, aber wird schon passen. Und die Schulband der neuen Musikmittelschule Weiz 2 hat die Gäste des Straßenfestes Christina lebt mit tollen Songs erfreut. Stimmungsvolle Showacts für die gute Sache, so macht Helfen richtig Spaß.